Dejan, Glückwunsch zum Sieg, Glückwunsch zur Meisterschaft. Was geht in dir vor? Vielen Dank erstmal. Wir sind sehr erleichtert, dass es heute geklappt hat. Man hat gesehen, dass heute ein bisschen die Nerven gespielt haben, eine kleine Rolle gespielt haben. Und wir sind aber froh, dass wir das irgendwie über die Bühne geschaukelt haben im 1-0. War ein knappes Ding heute. Ja, sehr knapp. Wir wussten ja, dass Lang scheinbar eine gute Mannschaft hat. Rückrundentabelle Erster. Und von daher waren wir gut vorbereitet auf den Gegner. Jedoch, ja, jedes Spiel muss erst gespielt werden. Und es war ein schwieriges Ding heute, ganz klar. Nach dem Tor habt ihr euch irgendwie schwer getan, hatte ich den Eindruck. Ja, klar. Ich meine, wir haben einen größeren Wert auf die Verteidigung gelegt. 1-0 Führung. Andi, wir haben den größeren Wert auf das Verteidigen gelegt und bei 1-0 muss man nicht weiter nach vorne stürmen. Von daher ist uns jetzt auch geglückt. Hast du den Eindruck, dass Langensteinbach heute alles gegeben hat? Sie haben ja kein besonders, freundschaftliches Verhältnis, ich drück's mal so aus, zum Mutschelbach. Na, den Langensteinbachern, denke ich mal, kann man gar nichts vorwerfen. Die haben ein gutes Spiel abgeliefert. Natürlich hat denen vielleicht vorne die Durchschlagskraft gefehlt. Was uns aber angeht, wir haben auch gut verteidigt. Von daher muss man auch sagen, wir haben auch nicht unbedingt viele Chancen gehabt da vorne. Zu einer hat es gelangt. Insgesamt muss man wirklich sagen, Langensteinbach hat ein gutes Spiel gemacht und denen kann man gar nichts vorwerfen. Also der Sieg etwas glücklich vielleicht, aber dennoch nicht überraschend. Klar, klar. Ich meine, der Sieg ist auch verdient, kann man auch sagen. Jedoch, sage ich mal, wenn wir unentschieden gespielt hätten, 0-0, hätte man uns auch nicht beschweren dürfen. Jetzt wo die Meisterschaft unter Dach und Fach ist, was geht in dir vor? Ja, Erleichterung. Erstmal, es ist eine sehr, sehr lange Runde gewesen. Wir sind in die Saison gestartet, wollten mit dem Abstieg nichts zu tun haben, wollten uns einen gesicherten Mittelfeldplatz verschaffen und sind dann in der Tabelle recht von Anfang an oben gewesen und haben dann von Woche zu Woche gearbeitet und fleißig Punkte gesammelt. Und eigentlich haben wir nie nach oben geschielt. Haben das Wort Verbandsliga nie in den Mund genommen. Und dann, je näher das Saisonende gerückt hat, haben wir uns dann befassen müssen mit der Verbandsliga. Haben uns auch Gedanken gemacht, was machen wir, wenn das Szenario eintrifft. Man muss einfach sagen, man muss einfach der Mannschaft ein Riesenkompliment aussprechen. Jeder Einzelne hat super gut mitgezogen. Jedes Spiel, jede Trainingseinheit, alle fleißig. Ich kann mich erinnern jetzt, die letzten paar Monate, kaum einer im Training gefehlt. Wir hatten nahezu 20 Mann im Training. Ständig. Und das ist dann für uns Trainer auch natürlich sensationell, um den Trainingsbetrieb, um das Training zu gestalten, macht auch viel mehr Spaß, wie wenn es um nichts mehr geht. Von daher sind wir richtig, richtig froh, dass wir es geschafft haben und spricht für jeden einzelnen Spieler. Und wirklich nochmal Kompliment an jeden Einzelnen. Du hast es ja schon angesprochen, wie es für euch als Trainer war. Kannst du da vielleicht noch mehr Details dazu erzählen, wie du das als Trainer erlebt hast diese Saison? Ja, für mich natürlich ist es immer schwierig, da ich selber noch mitspiele. Für einen Rainer Ackermann ist natürlich außen etwas einfacher. Er hat vielleicht einen besseren Überblick wie ich. Von daher sprechen wir uns natürlich immer ab, vor allem auch in der Halbzeitpause, wo wir vielleicht Veränderungen machen müssen. Und man muss sagen, mit dem Rainer, die Zusammenarbeit hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Rainer ist ein sehr kommunikativer Typ. Und er kennt das Umfeld hier, beziehungsweise die viele junge Spieler und hat auch einen guten Draht zu unseren Spielern gleich gefunden von Anfang an. Und man muss wirklich sagen, dass der Rainer auch uns bereichert hat, vor allem mir eine große Unterstützung war. Und von daher bin ich auch froh, dass er bei uns ist. Wie wird jetzt gefeiert? Kannst du uns dazu verraten? Wie wirst du feiern? Also ich muss sagen, ich bin eher ein Spaßverderber. Ich bin nicht unbedingt fürs Feiern.
die Jungs sollen machen, was sie wollen, sage ich mal. Ich halte mich da raus. Das ist nicht mein Ding. Gibt es einen bestimmten Grund dafür, wieso du so ein Feiermuffel bist? Kann ich nicht sagen. Ich bin vielleicht eher derjenige, der die Spieler mal runterholt, zu Boden holt, denen mal die Augen öffnet. Wie zum Beispiel nach dem Mutschelbach-Spiel haben sich viele schon mal Gedanken gemacht über die Feier nach dem Spiel, nach Samstag gegen Langensteinbach. Und da musste ich eben das eine oder andere sagen, dass erst das Spiel gespielt werden muss, bevor man sich irgendwelche Gedanken macht. Und von daher haben sie ein bisschen verdutzt geguckt, sage ich mal. Aber die wissen natürlich auch, dass es auch richtig ist. Dass, wie ich es mal gesagt habe, erst kommt die Arbeit und dann das Vergnügen. Abschlussfrage. Für euch ist trotzdem noch ein Spiel übrig in dieser Saison. Es ist Nöttingen 2 und mit denen habt ihr eine Rechnung offen, habe ich gehört. Ja, Rechnung offen oder nicht. Wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen. Wir wollen uns natürlich... Wir haben uns heute gekrönt, erstens. Und zweitens wollen wir natürlich auch... Jetzt, wenn ich überlege, sind wir natürlich Rückrundtabelle 1. Jetzt haben wir Langensteinbach überholt. Von daher wollen wir gegen Nöttingen 2 natürlich nochmal zum Abschluss gewinnen. Und wollen natürlich auch oben bleiben, ganz klar. Und ich bin keiner, der samstags auf dem Platz antritt und ans Verlieren denkt oder ans Unentschieden denkt, sondern ich will jedes Spiel gewinnen. Und das versuche ich auch den Jungs zu vermitteln. Und die Jungs nehmen das auch gut an. Und das ist uns, wie man sieht, auch gut geglückt. Und du sorgst dann auch dafür, dass die Feierei nicht so ausartet, dass man dann auf dem Platz 100% geben kann? Erstmal können die Jungs ein, zwei Tage voll feiern, da habe ich gar nichts dagegen. Das ist klar, das haben sie sich auch verdient. Jedoch, wenn wir am Dienstag wieder im Training sind, dann konzentrieren wir uns wieder auf den FC Nöttingen. Und wenn wir das Spiel gewonnen haben, dann können die Jungs machen von mir aus, was sie wollen. In Urlaub gehen, literweise Bier trinken, das ist mir aber dann gerade wurscht. Dejan, Glückwunsch nochmal und danke vielmals für das Interview. Danke auch.